Dann machen wir uns mal bereit, um die Kollektoren aufzuhalten. So war diese Mission zwar nicht geplant, aber das ist nun mal die Lage. Wir können uns nicht darum kümmern, ob die Norman die uns nach Hause bringt. Wir sind hier, um die Kollektoren aufzuhalten, und das bedeutet, wir brauchen einen Plan, um die Station auszuschalten. Edie, zeigen Sie mal Ihre Scans. Sie müssten Ihre kritischen Systeme überlasten können, falls Sie es bis zu dem Hauptkontrollzentrum hier schaffen. Das bedeutet, wir müssen durch das Herz der Station. Direkt an dieser massiven Energiesignatur vorbei. Das ist die Zentralkammer. Falls unsere Crew oder jemand von den Kolonisten noch am Leben ist, halten die Kollektoren sie vermutlich dort fest. Sieht aus, als gäbe es zwei Hauptrouten. Wir sollten uns trennen, um die Kollektoren zu verunsichern. Und dann kommen wir in der Zentralkammer wieder zusammen. Nicht gut. Beide Wege sind blockiert. Sehen Sie diese Türen? Da kommen wir nur durch, wenn sie jemand von der anderen Seite aus öffnet. Das ist keine Festung. Es muss eine Möglichkeit geben. Hier, vielleicht kommt durch diesen Lüftungsschacht jemand rein. Praktisch ein Selbstmordkommando. Ich melde mich freiwillig. Ich weiß das zu schätzen, Jacob. Aber Sie würden es nicht schaffen, die Sicherheitssysteme rechtzeitig auszuschalten. Wir müssen einen Tech-Experten schicken. Ihre Entscheidung, Commander. Wen schicken wir in den Schacht? Tja, Tech-Experten, wir haben im Grunde zwei Stück. Tali. Oder warum nicht Tech selber schicken? Legion. Legion, Sie hacken sich überall rein. Ich schicke Sie in den Schacht. Zur Kenntnis genommen. Der Rest von uns teilt sich in zwei Teams auf. Wir kämpfen uns beide Wege entlang. Das sollte die Aufmerksamkeit der Kollektoren von Ihnen ablenken. Ich führe das zweite Team an, Shepard. Wir treffen uns dann auf der anderen Seite der Tür. Nicht so schnell, Cheerleader. Niemand will von Ihnen Befehle annehmen. Das hier ist kein Beliebtheitswettbewerb. Leben stehen auf dem Spiel. Shepard, Sie brauchen jemanden, der durch seine Erfahrung Loyalität einfordern kann. Da habe ich, glaube ich, mehrere. Moment, das geht ja so gar nicht. Ich wähle Garrus. Der abgestumpfte Bulle, der war mal General. Na dann. Garrus, Sie führen das zweite Team an. Weiß er, was er tut? Zumindest weiß er, was er tut. Ich weiß nicht, was uns da drin erwartet, aber ich werde Sie nicht belügen. Es wird nicht leicht werden. Wir haben gute Leute verloren und vielleicht verlieren wir noch mehr. Wir wissen nicht, wie viele die Kollektoren verschleppt haben. Tausende, Hunderttausende. Es ist auch nicht wichtig. Nur eines zählt. Keinen einzigen mehr. Das können wir erreichen, hier und heute. Wir bereiten dem ein Ende. Sie wollen wissen, woraus wir gemacht sind? Ich sage, wir zeigen es Ihnen mit unseren Mitteln. Bringen wir unsere Leute nach Hause. Dann tun wir das. Und zwar so gut wir können. Ich denke mal, ich werde Miranda mitnehmen, weil ihre Biotik eigentlich schon ziemlich gut ist. Und außerdem Morden. Und die anderen können mit den anderen mitgehen. Dann beginnt der Kampf der Kollektoren. Genau jetzt. Fane geht auch mit Garrus mit, aber eigentlich fehlt da noch einer. Puh, na gut. Dann wollen wir mal anfangen. Zweites Team, sind Sie in Position? In Position. Wir treffen uns auf der anderen Seite von diesen Türen. Ich hoffe in einem Stück. Wir wurden entdeckt. Oh, wir wurden entdeckt? Moment, ich möchte gerne eine andere Waffe haben. Wenn ich dann auch treffen würde, könnte ich die mit einem Schuss töten. Aber irgendwie... So, geht doch. Du kannst sterben. Ja, Verstärkung, kein Thema.
Ach, fick dich. So, stirb. Wir sind alle voll weit weg, da können meine Leute ihre Kräfte gar nicht einsetzen. Finde ich ziemlich frech, ehrlich gesagt. So, stirb. Geht doch. Ach, papalapap, schwerer Beschuss hier. Was soll das denn heißen? Wie soll sie besiegen? Warum bin ich jetzt oben lang gegangen? Das war ein bisschen blöd. Ich will auch die Munition haben, die hier eventuell noch liegt. Hier ist noch Muni. Ja, ich bin schon auf dem Weg. Alles gut. Ich wollte nur ein bisschen Muni einsammeln. Die könnte hier nämlich etwas knapp werden. Wenn ich die ganze Zeit nur mit dem Sniper rumhantiere. So. Ach, du wirst nichts machen. Oh, direkt vor mir steht einer. Das ist aber ein bisschen ungünstig. So, stirb. Du kannst auch sterben. Da oben ist ein Legion. Entfernen wir mal diesen Sicherheitsschutz. Und schnell in Deckung gehen. Dann machen wir dich auch mal kaputt. Oder nicht? Ah, doch. Ich glaube, einer müsste noch da sein. Aber nicht mehr lange. So. So, das war's mit den kleinen Wichten. Ich muss mich ja jetzt auch darum kümmern, dass Legion hier gut durchkommt. Oh, ist er schon. Entfernen. Ah, da sind schon die nächsten. Ach, verdammt. Ich wollte eigentlich erstmal die anderen alle kalt machen, aber... damit der Vorbote von niemand anderem Besitz ergreifen kann. So, kommt, ihr macht ihn jetzt kaputt. Ich glaube an euch. Der hat... Geh weg. Willst du mich verarschen? Ich habe den nicht getroffen. Mann, jetzt geht der da weg. Komm her. Stirb. Geht doch. Geht doch. Hallöchen, meine Freunde der Sonne. Jo, du kannst sterben. Ich hoffe, ihr trefft den jetzt. So ein Hart braucht niemals Schmerz zu finden. Ich kümmere mich um ihn hier. Er ist auch Geschichte. Okay, da ist immer noch einer. Das ist natürlich. Ja, ich bin schon da, Legion. Ich rette dich. So. Dann geh mal weiter. Und ich werde dasselbe tun, nämlich weitergehen. Hier nochmal so einen Hitzetauscher. Zack. Okay. Ja, einfach hier reinstellen, scheiß drauf, ich bin Shepard, ich halte das aus. So. Du brauchst gar nicht versuchen abzuhauen. Und hier sind die nächsten. Stirb. Da hinten kommen wieder Vorboten und so weiter. Ja, ich weiß, ich merke es. Ach scheiße, der hat sich genau in dem Moment weggedreht. So, da ist der Vorbote. So. Ich will den eigentlich noch nicht töten, weil er sonst einfach von einem anderen Besitzer greift. Das wäre ziemlich scheiße. Jetzt hat er sich genau in den Weg gestellt. Oh, scheiß die Wand an. So. Ich glaube, das war's. Okay. Das letzte. Den letzten Hitzetauscher noch deaktivieren und das war's. Sofort diese Tür öffnen!
Los, wir geben Deckung. Besser wäre schneller als sofort, also sofort, sofort. Die Tür hat eine Fehlfunktion, bin blockiert. Ja, dann hau rein, Legion. Hau rein. Und schließe sie wieder. Und zwar jetzt. Legion. Mach die scheiß Tür zu. Komm schon. Schließ die Tür. Gute Arbeit, Legion. Ich wusste, ich kann auf sie zählen. Shepard, das müssen Sie sehen. WTF. Das sind alles Menschen, die entführt wurden. Die waren fleißig. Die waren richtig fleißig. Sieht aus wie einer der vermissten Kolonisten. Hier drüben sind noch mehr. Sie lebt noch. Sie werden einfach aufgelöst. Holte sie da raus, schnell! Ach du Scheiße. Können wir alle retten. Dr. Chakwas, sind Sie okay? Scheint so, als ob wir alle gerettet haben. Sie sind wegen uns zurückgekommen. Niemand wird zurückgelassen. Gott sei Dank waren Sie rechtzeitig hier. Ein paar Sekunden später und ich will gar nicht daran denken. Die Kolonisten wurden verarbeitet. Diese Schwärme von kleinen Robotern, sie haben ihre Körper zu einer grauen Flüssigkeit eingeschmolzen und dann durch diese Schläuche gepumpt. Warum tun die das? Was machen sie mit unserem genetischen Material? Ich weiß nicht. Ich bin nur froh, dass sie hier waren, bevor sie das Gleiche mit uns gemacht hätten. Das sind wir auch. Aber wir haben immer noch einen Job zu erledigen. Bis jetzt haben wir uns gut geschlagen. Hoffentlich können wir die Sache auch zu Ende bringen. Joker, können Sie unsere Position ermitteln? Jawohl, Commander. Die ganzen Schläuche führen in den Hauptkontrollraum direkt über Ihnen. Der Weg ist durch eine Sicherheitstür blockiert, aber es gibt eine weitere Kammer parallel zu der, in der Sie sich gerade befinden. Das würde ich nicht empfehlen. Die thermischen Signaturen weisen darauf hin, dass die Kammer voller Seeker-Schwärme ist. Mordins Gegenmaßnahme kann Sie gegen so viele auf einmal nicht schützen. Konventionelle Waffen sind da ziemlich nutzlos. Die werden uns zerfetzen. Vielleicht auch nicht. Ich könnte möglicherweise ein biotisches Feld generieren, das sie auf Distanz hält. Ich kann uns nicht alle beschützen, aber ein kleines Team bringe ich durch, wenn alle direkt bei mir bleiben. Ich könnte das auch. Theoretisch ist jeder Biotiker dazu in der Lage. Shepard, wer soll das Feld aufrechterhalten? Okay, das sind unsere Biotiker und alle könnten das, aber ich glaube, das sollte bei uns mal Samara machen. Samara und ich werden ein kleines Team durch die Seeker-Schwärme bringen. Der Rest von ihnen geht durch die Hauptpassage und lenkt den Feind ab. Wir öffnen die Sicherheitstüren von der anderen Seite und treffen uns dann dort. Wer soll das Ablenkungsteam anführen? Hat mit Garrus eigentlich gerade gut geklappt. Ich würde sagen, er macht's auch weiterhin. Ich beschäftige die Verteidiger. Sie schleichen hinten vorbei. Was wird aus mir und dem Rest der Crew, Shepard? Wir sind nicht in der Verfassung zu kämpfen. Commander? Wir haben wieder ausreichend Systeme online, um eine Abholung durchzuführen. Aber wir müssen bei Ihrer vorherigen Position landen. Wir können es uns nicht leisten, zurückzugehen, Shepard. Jetzt nicht mehr. Sie werden es ohne Hilfe nicht schaffen. Ich gebe Ihnen jemanden mit. Okay. Die Frage ist, wen? Wen? Ich glaube, ich gebe dem mal Grunt mit. Der müsste eigentlich... Er ist das Frontschwein, der Frontsoldat. Der müsste das eigentlich schaffen. Ja, ich gebe Ihnen Grunt mit. Ich hoffe, dass das ist auch eine gute Entscheidung.
Joker, übermitteln Sie mir die Position der Landezone. Wir treffen Sie dann dort. Jeder hat seine Aufgabe. Los geht's. Ich weiß aber auch nicht, inwieweit diese Entscheidung, wie man mitschickt, ausschlaggebend ist, wer überlebt und wer nicht. Wen nehme ich denn jetzt mit? Ich würde eigentlich schon wieder Miranda mitnehmen und Thane diesmal. Obwohl er eigentlich gut ist, ich nehme auch wieder Morden mit. Weil seine Tech-Fähigkeiten eigentlich ganz gut sind mit dem Verbrennen und dem Einfrieren.